Jo Leute, was geht ab und ein wundervolles und herzliches Willkommen endlich hier back. Eine Woche noch und dann wechseln wir endlich auf die Xbox One zum MotoGP, aber heute fahren wir noch das vorletzte Rennen unserer MotoGP Moto 3. Serie hier in Sepang, Malaysia. Das ist die Grand Prix-Strecke von der Formel 1. Wir haben auch im Hintergrund gerade die Petronas Towers gehabt. Das ist also das Wahrzeichen überhaupt dieser Stadt oder auch des Landes. Petronas natürlich auch ein Riesensponsor in der Formel 1, aber die Strecke ist wieder mal eine, die wir kennen. Die bin ich schon länger nicht mehr gefahren. Also den Formel 1 Kalender bin ich ja jetzt schon fast dreimal komplett durchgefahren. Diese Strecke hier, glaube ich, das letzte Mal in der Formel 1 2012 Karriere. Könnt natürlich auch gerne beim Kanal mal in die Playlist schauen, da ist auch, ich glaube, drei Rennen haben wir Season Challenge von 2012 gemacht. Ihr könnt natürlich auch gerne kostenlos sauber da lassen, Däumchen nach oben und aktiviert natürlich auch gern die Glocke, dass ihr dann nichts mehr verpasst. Und wir sehen uns dann gleich in der ersten Qualifying-Runde wieder. Bis gleich. So, los geht's. Erste Runde hier in Malaysia, in Sepang. Das ist die Gegengeraden, nachher zu Start- und Zielgeraden. Und ja, das ist, wie ich von der Formel 1 schon kenne, eine extrem überhol... Oh mein Gott, die Handelkurve, die wird schon mal spaßig zum Ausfahren sein. Und das Problem wird sein, die ist extrem viel Kurven hat die. Aber gut, wir starten jetzt mal rein in die Qualifying-Runde. Qualifying 1, ich hoffe, wir können uns qualifizieren für das Rennen. Wir haben ja den Konstrukteurstitel in der Konstrukteursmeisterschaft noch ein bisschen Rückstand. Wir sind ja, glaube ich, nur 8 damit. KTM, Red Bull, HO oder IO, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Ich denke mal HO. Und hier die erste Kurve, die macht schon mal echt was her. Die macht echt was her. Danke, Mann. Er fährt die Einführungsrunde, also seine Outlap. Und wir fahren unsere Qualifying-Runde und er fährt jetzt einfach rein und wird nichts gesagt. Gut. Erster Sektor ist hier vorbei. Hier war in der richtigen Formel, also hier ist in der Formel 1 dann der Sektor gewesen. Oh mein Gott, ja, das war wieder mal nix, aber es wird sich dann alles wahrscheinlich wieder vereinfachen, wenn man dann ein, zwei Runden mal gefahren ist hier auf der Strecke und dann mal die ganzen Punkte kennt und so weiter. Die Strecke wird auf jeden Fall sehr, sehr lang sein und hier kommt diese Assis. Ich verstehe es nicht, die nehmen es alles so ernst, die fahren eine Aufwärmrunde und wir fahren unsere Golfrunde, man, lass uns doch vorbei, das ist... oh mein Gott, okay... Ja, das wird spaßig. Also die Kurven sind hier echt nicht schön. Und das ist wirklich meine erste Runde. Ich bin da wirklich nichts vorher gefahren. Das ist, man merkt es, glaube ich, auch in manchen Kurven. Die sollte aber gut funktionieren, oder? Ja, halbwegs gut. Und den Berg hier rauf. Zack. Ja, hier war auch, hat es immer Fights gegeben zwischen den beiden Red Bulls. Und auch ein paar interessante Rennen von Alonso, glaube ich, hier noch. Ich erinnere mich auch noch zu gut an ein Ferrari-Rennen, wo er einen Flügelschaden hatte und dann einfach weitergefahren ist eine Runde. Dann am Start und Ziel hat ihn dann einfach den Flügel runtergeklatscht. Ein paar Jahre später hatte dann Vettel dasselbe Problem auch im Ferrari, weil sie ihn da auch weiterfahren ließen. Aber das sind natürlich alles Formel 1 Geschichten. Wir sind in der MotoGP und sind Weltmeister oder besser gesagt Moto3-Meister. Und das ist auf jeden Fall sehenswert, feiernswert und... Falls ihr nicht alle Videos gesehen habt oder das erste Mal ist, sag ich mal hi und sag ich mal hallo, was geht und willkommen auf unserem Kanal, bleibt gerne länger und ja, wir haben viele, viele Videos, die in der Moto 3 laufen. Wir werden dann in die Moto 2 wechseln, die wird ein bisschen schwieriger werden. Ich meine vom Handling her, von den Motorrädern, wir haben die schnellste Rennrunde gefahren und ja, beenden mal das Ganze. Ich hoffe, wir schaffen es überhaupt ins Q3, also... yes, und ja, ich habe jetzt nicht mal geschaut, ich muss mal schauen. Wir sind auf Shell Malaysia Motorcycle Grand Prix, ja, Sepang Malaysia einfach. Hier hat es schon einige, 2014 auch das Tsunami, wo diese Tsunami-Warnung war, diese hohen Sturmböen, das war schon ziemlich interessant. Wir haben es, denke ich mal, ins Q2 geschafft und werden dann natürlich auch gleich die nächste Runde probieren. Oder? Sind wir heute in Q3? Ja, sind wir. Track Engineer, wir werden uns natürlich noch mal kurz die Reifen ansehen. Change Tires. Und man verliert ja doch schon ein bisschen. Ich würde mal sagen, wir fahren trotzdem Soft, weil das ist einfach die beste Lösung. Und Go to Track und Flying Rod. Also, die Anfahrt ist schon Wahnsinn. Also, man muss da schon wirklich eine richtig fette Kurve fahren. Aber ich übe eh gern die letzte Kurve, weil die ist am schwersten. Ich bremse mal ein bisschen früher. Und ich glaube, das könnte der Schlüssel sein.
Ja, mehr oder weniger ist das der Schlüssel. Zack, hier aus der Kurve raus. Wir vibrieren schon leicht. Aber kommen wir Gott sei Dank noch gut durch. Unser erster Versuch. Oder unser einziger Versuch für die schnellste Rennrunde beginnt jetzt. Und jo, es beginnt ein bisschen holprig. Ja, die erste Kurve ist sowieso ja so ein Thema für sich. Ja, das war mir auch klar irgendwie. Aber wir fahren die einfach anders an. Dann können wir hier früh aufs Gas gehen. Und ja, wir reden uns nicht. Ich rede es mir einfach schön, okay? Und hier runter. Und die erste Kurve erinnert mich irgendwie an China. Ich meine, die China-Kurve ist ein bisschen handiger, also die ist ein bisschen höher mit Höhenveränderung. Die jetzt eher nicht. Ich finde, das war immer so eine leichte Kopie von China. Weil China ja auch so ähnliche Kurven hatte und dann auch so eine Haarnadelkurve unten hatte. Also es war schon sehr China-ähnlich. Sie liegen auch fast nebeneinander, sind im Kalender auch nebeneinander gewesen. Und ich denke mal, da hat sich auch dann die Formel 1 gedacht, wozu sollen wir zwei fast gleiche Rennstrecken benutzen, wenn wir, keine Ahnung, in Österreich fahren können. Oder auch in Vietnam jetzt. Natürlich Zandvoort, eine legendäre Strecke. Aber ich schweife immer wieder Formel 1 ab. Ich weiß nicht warum. Ich bin schon gehypt auf die neue Season. Schreibt mir natürlich auch gerne, wenn ihr Formel 1-Fan seid, ob ihr gehypt seid auf die neue Formel 1-Season. Oder wenn ihr MotoGP-Fan seid, ob ihr natürlich gehypt seid auf die neue Season. Aber ich weiß nicht, ich glaube, die hat noch nicht begonnen. Ja, das war jetzt nicht so gut. Aber ich glaube, wir haben nicht so viel Zeit verloren. Und ein bisschen früher bremst, dann können wir die Körper hier gut mitschneiden und bergauf, das geht ziemlich gut. Zack, früher hier einlenken und, ja, ich meine, wenn man die Kurve kennt, dann ist es nicht so schlimm. Aber wirklich, die haben sie gut nachgezeichnet, also ich glaube, die sind ja Laser gescannt und, oder keine Ahnung, wie man das nennt. Und das ist natürlich alles bis aufs kleinste Detail nachgezeichnet. Bis auf den kleinsten Millimeter ist da eigentlich alles irgendwie kopiert. Natürlich bis auf die Sponsoren. Die werden natürlich bei jedem Wochenende immer getauscht. Salah, wir sind hier richtig gut durchgeflutscht, würde ich sagen. Also fast oder auf jeden Fall besser mit der vorigen Runde. Nur die letzte Kurve muss mir noch ein bisschen besser gelingen. Ich bremse einen Tick noch früher, weil wenn man früher bremst, kann man auch wieder früher aufs Gas gehen. Hier bei den gelben Bremsen hier schon. Zack, und das schaut gut aus. Es wird gelb, yes. Okay, das war jetzt ja ein leichter Struggle. Aber aus der Kurve raus habe ich den ganzen Schwung mitgenommen. Und schauen wir uns mal an, ob wir das gut hier über die Bühne bringen. 2 Minuten 22. Beenden wir mal die Session. Und schauen wir mal, ob wir gelandet sind. Ich denke mal auf Pole. Ja, es war die Pole. Aber sogar mit 7 Sekunden Vorsprung. Halleluja. Also das ist schon, wir rasieren hier die Meisterschaft durch. Und Shell Malaysia Motor Circle. 45 Grad Track. Also wir müssen auf jeden Fall auf die Reifen achten. 13 Grad Luft ist jetzt, ja, wirkt schon ein bisschen mit, denke ich mal, in den Kurven. Aber das Wetter ist traumhaft schön, wie man hier sieht. Und 32 Grad Luft ist auch nicht ohne. Also hier ist es eigentlich sehr, sehr tropisch. Also da war es aber auch immer tropisch. Nein, das brauchen wir nicht. Ich kenne mich da eh nicht zu gut aus. Wir fahren mit Medium und 16% und ich weiß nicht, wie viele Raffen. Wir fahren Medium Hard und nehmen da ein bisschen so die Gammler-Strategie. Ich denke mal, Soft fahren wäre Selbstmord. Und schauen wir uns mal an die anderen Strategien. Hard, Medium Hard, okay. Ich denke mal, ich schwimme das so ein bisschen im Mittelfeld. Hard. Ich möchte vorne immer einen weicheren Reifen beim Lenken. Funktioniert das dann besser? Er hat vorne Hard, hinten Medium, okay. Vielleicht ist es dann eher so ein hinterreifenfressendes Motorrad. Hard, Medium, Medium, Hard, ja. Also circa alle, so wie wir sind. Beim Start werden wir jetzt wieder verlieren, aber beginnen wir mal. Der Start vom großen Preis von Malaysia hier in unserer Moto3-Karriere. Das vorletzte Rennen beginnt. Wir vom miserablen Start. Ich drücke mich hin. Aber wir werden extrem viele Plätze verlieren. Wie heißt der? Ich habe den Namen vergessen, sorry. Binder ist auf einmal. Binder, der hat in den letzten Rennen auch richtig aufgeholt. Und ich muss ein bisschen Ticken früher bremsen, weil ich nicht gleich hier fliegen will. Mir fällt der Name nicht ein, es tut mir leid. Und wir sind hier face to face with Binder. Und hier ein bisschen außen und wir sind vorbei. Wir sind an Binder vorbei, aber das heißt doch lange nicht, dass wir hier das Rennen gewonnen haben. Puff, Amos, nein, fuck. Oh mein Gott, Gott sei Dank. Ich bin so gerutscht in der Kurve raus. Bus Amos, okay. Puff, Amos. Nein, fuck. Binder ist vorbei und ein paar andere. Oh mein Gott. Ja, das wird mal wieder eine Kurz. Sorry, Mann. Das wird mal wieder eine Aufholjagd. Wir sind auf. Ach, es sind nur 6 Runden. Fuck, wir müssen auf jeden Fall hier richtig gut durchrollen. Hier durch, innen. Innen. Die ziehen immer rein, wenn man sieht, wenn sie sehen, dass einer schon innen vorbei ist. So. Und hier den
Kornfeld möchte ich nicht abschießen, aber jetzt innen können wir hier Vollgas vorbei und es geht weiter. Migno, Michno, innen, nein, das geht nicht, oder? Doch, das geht. So, innen nochmal hier vorbei. Und jetzt war ich aber innen schon vorbei. Und wir sind wieder auf P9. Also das ist, ach, okay. Manetti und Kornfell. Antonelli, das wird sehr, sehr breit. Das wird sehr, sehr haarig. Ja, und wir sind wieder gefallen. Scheiße. Fuck, 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 fuck. 20, 21, 22 und wir müssen hier... Ja, danke, Mann. Danke, danke, dass du unsere Stabilität testest. Aber das war miserabel. Ich wollte hier noch einen Platz offen. Das war sehr fatal. Ob das heute noch zum Sieg reicht, das wird sehr, sehr schwierig. Zack, hier außen vorbei. Topa, auch innen vorbei. Okay, die bleiben aber alle stehen da hinten. Also die sind echt nicht die besten Teams. Von den Snipers bin ich auch ein bisschen enttäuscht, dass ich die habe ich auch mindestens 5-6 Runden drauf gebracht. Dann fahren die wieder einfach da ganz hinten herum. Und auch meine alten, meine Mercedes, keine Ahnung, wie die geheißen haben. Mercedes fahren auch da. Jetzt vor uns ist schon unser Teamkollege da. Dieser links da vorne, vor Chia, fährt schon unser Teamkollege, also der Ex-Teamkollege. Aber trotzdem ist es ziemlich traurig, was da passiert ist. McPhee in die letzte Kurve, früher bremsen. Dann kann ich früh aufs Gas gehen. Aber die, oh mein Gott, Foggia, der lässt sich heraustragen. Das ist ein Wahnsinn. Aber du darfst, dass ich hier viel früher aufs Gas gehen. Ja, ich habe gern Windschatten. De La Porta, so schlecht bei mir hinten auf 13. Der ist auch nicht gut gestartet. Oder ich glaube nicht gecrashed. Das habe ich nämlich nicht unten rechts lesen können. Aber er ist auch nicht gut gestartet. Und zack. Aber die sind heute gut. Halleluja. Foggia. Und ich habe ihn schon das Mercedes tituliert. Das ist natürlich... De La Porta hier zu dritt in die Kurve. Wir haben De La Porta immerhin überholt. Und er wiederum hat Fernandes überholt. Also das geht auch ziemlich flott hier. Sodala aus dieser wunderschönen Kurve raus. Und wir sind wieder an Venatia dran. Venati, nicht Venatia. Zack, und vorbei. Und Antonelli, den hatten wir auch vorhin noch. Bevor wir rausgeflogen sind. Hier nicht wieder fallen. Wir sind erst in der zweiten Runde sind wir erst. Okay. Ramirez, das ist der Teamkollege von De La Porta. Den haben wir jetzt auch... Ihnen hier als nächstes Opfer. Ja, das geht gut. Schön vorbei und bremsen wieder. Ja, und jetzt lasse ich die zwei wieder innen vorbei. Oder kommen wir außen vorbei? Nein. Was für eine Traktion, Mann. Und wir sind wieder Vierter. Arenes. Ich will gar nicht wissen, wer auf 2 ist, oder? Binde ist nur auf 2. Oh, dann fuck. Wir sind weit rausgekommen. Das sollte aber eigentlich kein Problem sein. Ja, wir bremsen hier, lassen ihn wieder vorbei. Und innen fahren wir wieder vorbei. Sodala. Und wer ist... Ach, bitte, Anis, bitte, du bist eh scheiße. Er fährt vor das Motorrad und dann bremst er. So, jetzt fahre ich da ins Motorrad, nehme das Motorrad und bremse auch. So macht man überholen wir immer. Und jetzt, wer ist vor uns? Das ist die Frage. Boff Amos, Alter, der war auf 8 oder so und der ist jetzt auf 5. Der hat auch einen guten... Bin das nur auf 2? Ist mein Teamkollege Fans? Alter, das wäre mein Traum. Wenn wir heute einen Doppelsieg holen würden, massieren, nein, das ist nicht mein Teamkollege. Oder doch? Ist das mein Teamkollege? Nein, oder? Nein. Schade, dass mein Teamkollege da gar nicht dabei ist. Masia, danke schön fürs Vorbei. Ah, Bof. Binder, danke. Binder ist kein Deutscher. Er kommt von South Africa. Also, das hätte ich auch nicht geglaubt. Hört sich sehr, sehr deutsch an. Aber Masia, der wird noch hart zu knacken sein. Oder vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Och. Ja, in der letzten Kurve verliere ich extrem viel Zeit, weil ich da früher bremse und dann aber trotzdem später aufs Gas gehen kann. Und dann habe ich trotzdem so einen wunderbaren Vorsprung. Wir hangeln uns ein bisschen im Windschatten von Masia und sind in der dritten Runde angekommen. Schnellste Rennrunde, aber Halleluja Masia. Warum der so langsam ist, so schnell ist, frage ich mich auch. In die erste Kurve rein. Nein, ich bin zwar, ich bin dann abgeprallt und jetzt muss ich ein bisschen von außen so die Kurve nehmen. Ach ja, nein, da komme ich gar nicht dran. Puff, Amos, solala. Aber jetzt beschleunigen wir raus. Neben ihm raus. Ich will ihn da nicht zu stark behindern. Und wir sind wieder Erster, Leute. Was für eine Aufholjagd. Also das ist wirklich mal von Fansten. Also wirklich eine Aufholjagd vom Fansten. Wir dürfen halt nur nicht wieder crashen, weil ich habe jetzt 3 Runden gebraucht, um diesen Crash aufzuholen von 22. Und dann nochmal crashen, das wäre auf jeden Fall der Verlust des Sieges. Und ich möchte natürlich auch... Für KTM, für Red Bull, KTM, HO, hier die maximale Punktzahl rausholen, die leistungsgerecht, ja, da ist. Und das ist halt mal der erste Platz und den müssen wir auch holen, Leute.
Und ich hoffe, ihr könnt das schaffen. Und falls ihr uns supporten wollt, abonniert natürlich gern kostenlos den Kanal. Falls ihr neu seid, natürlich hi. Und Halleluja. Hi. Und ja, jetzt habe ich ein bisschen da... Ach, der Vorsprung ist trotzdem schon wieder so riesig. Die fighten da hinten und wir kommen da schön durch. Und ihr könnt natürlich auch gerne unseren Kanal supporten. Und natürlich uns auch neben YouTube supporten auf Instagram und Twitter. Links sind auch unten in der Beschreibung für diesen Kanal hier. Also für iTunes Gaming ist da unten der Link. Und ja, schaut gut aus, dass wir hier gut durchkommen. Wir sind ein paar Kurven jetzt vorne. Und zack. Und Halleluja. Aber die Strecke ist ziemlich nice. Also die lässt auch ein paar Fehlerchen zu, weil sie ja so eine fette Auslaufzone hat. Ich meine, wenn man fällt, fällt man. Das ist halt auf jeder Strecke so. Aber gut. Wir sind Gott sei Dank fast durch. Also die Runden sind zwar 2 Minuten 30 oder so, aber dafür haben wir nur 6 Runden. Und das ist halt... An manchen Strecken hatten wir trotzdem 8 oder 7 oder 8 Runden. Und die könnte jetzt wieder sehr, sehr schwierig werden. Nein, das geht gut. Oh, fuck. Nein, 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 nein. Nein, 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 wir sind weggerutscht. Fuck. Und in der letzten Kurve kommen schon zwei. Ja, das, wir haben gegen Massier und Binder wieder verloren. Das Gute ist, die zwei fighten. Also könnten wir uns die nochmal holen? Das wird sehr, sehr spannend werden. Aber ich denke mal, die könnten wir uns in der Runde noch holen. Weil wir müssen dann einen kleinen... Binder, wenn du dachte, wenn du dich jetzt das traust, Halleluja, dann passt du Eierstahl. Nein, er ist rein, hinten geblieben, okay. Wenn jetzt nebenhin in diese Kurve reingefahren wäre, dann hätte wirklich Eierstahl gehabt. So, lala. Und wir sind wieder ganz nah dran, weil die zwei sich echt nix schenken hier. Massier und Binder fighten hier die ganze Zeit und jetzt haben sie auch noch die Chance, dank mir, neben ihren Fight, ach, ich will hier mal neben Binder nur schnell vorbei, neben ihren Fight sogar noch, weil ich wieder gefallen bin. Ja, wir kommen aus der Kurve gut raus und sind jetzt wieder Erster. Gott sei Dank. Es wird nicht mehr so einfach sein auf dem PC, auf der Xbox. Also, da seid euch wirklich seid gespannt drauf. Wir kommen ja auch gut aus dieser Kurve raus. Zack. Und ja, Leute, wir sehen uns dann kurz vor der letzten Runde wieder. Bis gleich. Also, es ist eh nur eine Runde, die ihr dann verpasst. Bis gleich. Fuck, fuck, eine Strafe. Ich habe eine Strafe kassiert. Ich bin hier ein bisschen über den Körb gerutscht und habe da anscheinend was abgekürzt. Nur so kurz zwischendurch, wie gesagt. Ja. Leute, hier aus der letzten Kurve hinaus. Ein bisschen rutschen, aber das war die perfekte Entscheidung, diese Reifen zu benutzen. Ich habe es mir echt nicht so gedacht, aber die Reifen sind super toll und kann wirklich nichts passieren. Zack, wir holen die schnellste, nicht die schnellste Rennen hoch. Denke ich mir, ich habe so viel rausgeholt aus dieser Runde. Ich habe 5 Sekunden Vorsprung in einer Runde geholt. Nur mit dieser schnellsten Rennrunde und ja, jetzt haben wir 9 Sekunden, also ich glaube wir hatten 4,5 oder so, jetzt habe ich fast, ja 5 Sekunden habe ich rausgeholt und das ist wirklich ein Wahnsinn. Das Auto, das Motorrad lässt sich ja extrem gut steuern. Die Strecke liegt mich, kennen sie natürlich auch, deswegen bin ich da noch wahrscheinlich einen Ticken besser. Und es geht in die letzte Runde und dann nächste Woche noch einmal MotoGP 19 hier am Computer und dann geht es auf eine bessere Grafik. Und hoffentlich auf eine bessere KI. Es wird schwierig, denke ich mal. Die ersten paar Runden, ich werde ein paar Respawns oder vielleicht sogar die ersten paar Rennen, dass ich da ohne Respawns durchkomme, weil das Handling ist halt extrem schwierig, der Motor 2 Motorinnen. Ich meine, die haben schon mal mehr Power. Ich glaube, die haben 250 CCM. Also die sind nicht ohne, die haben schon richtig Power unterm Arsch. Aber das werden wir alles schaffen. Ich habe auch hier. Ich bin halt ein kompletter Rookie gewesen im Moto 3 und bin auch jetzt hier, ja, sehr, sehr gut, würde ich sagen. Und schaut euch mal an, wie katschig ich bin. Ich bin da gefallen, das ist mir jetzt aufgefallen. Ich bin so dreckig. Ich wusste nicht, dass das funktioniert, wenn man da in den Kies fliegt, in einem trockenen Rennen. Und sogar gestern war es trocken, dass man da so schlammig wird oder so katschig. Aber man weiß ja nicht, vielleicht war Monsunregen oder so, irgend sowas. Obwohl, das ist am Ende der Season. Das würde ja bedeuten, die haben ja Sommer eigentlich. Wobei, nein, Malaysia hat ja Winter. Die haben ja, sind ja auch auf der Nordhalbkugel. Ja, das könnte schon sein, dass die da Regen haben oder so. Egal. Wir kommen hier in die letzte, vorletzte Kurve. Und da auf diese extrem lange Start- und Zielgeraden. Und zack.
Eine Kurve noch trennt uns hier vom nächsten Sieg, vom nächsten Coup unserer Formel 1. Sorry Leute, unserer MotoGP-Karriere. Wir haben leider eine kleine Strafe kassiert, das war wirklich unglücklich, bin ich über den Körb, bin gerutscht und bin ich gleich über den Körb gefahren, ja, und da hat das Spiel, leider gesagt, nee, du nix fahren über Körb. So hier, so wie hier circa war es, aber nur auf der anderen Seite bin ich drüber gerutscht und dann, ja, man kann nichts machen, es ist verdient die Strafe, wenn man abkürzt, muss man auch bestraft werden. Und schaut euch das mal an. Wir gewinnen hier sensationell nach einer extrem guten Aufholjagd mit Red Bull KTM HO. 23:55 ist unsere schnellste Rennrunde. Und schauen wir uns mal an. Hier die Riders Championship. Schaut gut aus. Wir sind sehr gut vorne weg. Also wir sind besser wie Romano Venati auf 7. Und die Konstrukteurs-WM schaut immer noch miserabel aus. Aber wir sind jetzt schon 7. Wir haben Sterling Max Racing Team. Nein. Steril Garla Max Racing Team. Abgelöst von P7. Jetzt sind wir 7. Unser Ex-Team mit unserem Ex-Team Petronas Sprint Racing. Den können wir im letzten Rennen durchschlagen. Und dann habe ich wirklich das Maximum rausgeholt. Ich meine, ich bin ja selbst schuld. Mit Snipers bin ich, glaube ich, 10 Rennen gefahren. Und also 8 Rennen. Hab so viele Punkte rausgeholt, dass die jetzt auf 3 sind leider. Und auch mit Petronas Racing, die ich hier habe, als Gegner habe, bin ich auch so lange gefahren. Aber wir können das locker schaffen, wenn wir im nächsten Rennen Erster, Zweiter werden und die bei Petronas jetzt nicht so stark sind, können wir das schaffen. Wir sehen uns dann gleich. Boom, Leute, wir gewinnen das Rennen hier in Malaysia. Malaysia Grand Prix. Was für eine Leistung. Also ich freue mich wirklich mega, dass wir hier gewonnen haben, unser Team. Unser KTM Österreich-Team, KTM Red Bull, ist ja beides von Österreich, hier gut durchgebracht haben. Und ich hoffe, wir können wirklich im nächsten Rennen noch diesen nullten fehlenden Punkt, also diesen Ausgleich schaffen und unser Ex-Team leider schlagen, aber mit unserem neuen Team durchkommen. So, holen wir uns hier nochmal unsere Pünktchen ab. 5011 gibt's. Und Nummer 1, Sepang Rossi takes the Moto GP-Titel. What the fuck? Okay, jetzt hat sich auch in der 1er MotoGP entschieden. Mit wem haben wir das nächstes Mal zu tun? Er hat 12 Punkte vorne, das heißt, die WM ist noch nicht entschieden. Aber die hier allerdings schon anscheinend. Und der alte Mann schlägt zurück. Valentino Rossi hat die MotoGP gewonnen. Mit 7 Punkten Vorsprung. Obwohl, warum ist er jetzt schon Meister? Aber trotzdem würde ich mal sagen, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder zum letzten Mal im Moto 3 im Grand Premiere Modul de Comina Valencia. Fertig war's mal, bis zum nächsten Mal und ciao.